Okay, es geht los. Hallo. Ich lese jetzt nochmal was vor. Und zwar aus meinem Buch Letzten Donnerstag habe ich die Welt gerettet. Daraus lese ich das Kapitel Die grässliche Alte. So sieht die aus. Dieses Kapitel lese ich auch auf den Lesungen. Und ich lese es jetzt hier, so wie ich es für die dritten und vierten Klassen lese. Für die fünften und sechsten Klassen lese ich es anders. Da verstelle ich meine Stimmen nicht. Darum bat mich einst das Hündchen, der meinte, das sei total uncool für die fünften und sechsten Klassen. Also da lese ich dann sozusagen cooler. Aber jetzt hier lese ich Teile des Kapitels »Die grässliche Alte« in der Manier, wie ich es tue, wenn ich für die dritten und vierten Klassen lese. Die grässliche Alte. An der Tür blieben wir stehen und schauten vorsichtig um die Ecke. Ich weiß nicht, was wir erwartet hatten, aber das, was wir sahen, ganz sicher nicht. Im ersten Moment dachte ich, wir wären in Omas Zimmer gelandet. Da war ein kleiner runder Tisch mit einer Häkeldecke und einem gemütlichen Sessel, unter dem ein dicker Teppich lag. Es gab einen alten Schrank aus Holz und eine Stehlampe mit einem Rüschenschirm. An den Wänden hingen altmodische Bilder in dicken Goldrahmen. In einer Ecke brannte ein kleines Feuer, über dem ein Kessel hing. Trotzdem war es kalt und feucht im Zimmer, es roch auch nicht gut. Das Rattern kam von einer uralten metallenen Nähmaschine, die auf einem Tisch in der Ecke stand. Davor war ein Stuhl, auf dem eine zusammengekauerte Gestalt in einem schwarzen Kleid saß und nähte. Sie nähte kleine, bunte Kappen. »Guten Abend«, sagte ich. Aber die Gestalt antwortete nicht, sondern befestigte mit wenigen Stichen ein rosa Band an eine kleine Kappe. Ich hatte plötzlich einen ganz trockenen Hals. »Wir sind gekommen, weil wir unsere Freundin suchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen?«, fragte Sandro. Doch die Gestalt rührte sich noch immer nicht. »Vielleicht ist sie schwerhörig«, flüsterte ich und zeigte auf die Kappen, die schon fertig waren und neben dem Tisch in einem Korb lagen. Dann trat ich tiefer in das merkwürdige Zimmer hinein und ging auf die Gestalt zu. Ich tippte ihr vorsichtig auf die Schulter. »Hui«, schrie sie und drehte mir ihr Gesicht entgegen. »Ach du grüne Neune«, rief ich und starrte in ein gräulich-grünes, faltiges Gesicht mit einem breiten Mund und weit aufgerissenen gelben Glubschaugen. »Was musst du, ungezogenes Kind, mich so erschrecken?« zischte die Gestalt. Es war ein unangenehm lautes Geräusch. »Entschuldigen Sie bitte, wir haben Sie gegrüßt, aber Sie haben nicht geantwortet«, stammelte ich. »Was?« kreischte sie. »Entschuldigen Sie bitte, wir haben Sie gegrüßt, aber Sie haben nicht geantwortet«, schrie ich zurück. »Wieso wir? Gibt es etwa noch mehr von deiner Sorte?«, fragte sie, während ihr grünes Gesicht anschwoll und die Farbe wechselte. Es wurde ganz lila. Ich deutete zur Tür, wo Sandro stand und sein Hilfeschild hochhielt. »Wir sind zwei«, brüllte ich. »Aha, zwei Eindringlinge also«, schrie sie und stand von ihrem Stuhl auf. Danach war sie etwas kleiner als vorher. »Was stehst du so unhöflich bei der Tür?«, fuhr sie Sandro an. »Hinsetzen, alle beide!« Sie deutete auf den Sessel. Geschwind quetschten wir uns hinein. Die alte Frau, oder was immer sie auch war, warf uns eine sehr schmutzige und schrecklich kratzige Decke über die Beine. »Da habt ihr«, knurrte sie, und ihr Knurren tat mir in den Ohren weh, »damit euch nicht kalt wird.« Ein ekelhafter Geruch stieg in meine Nase, ein Geruch, den ich nie wieder vergessen werde. Er kam aus der Decke. »Lieber erfrieren als ersticken«, sagte Sandro leise. »Was sagst du?«, schrie die Alte. »Ich habe gesagt, vielen Dank für die warme Decke«, brüllte Sandro. Die Alte watschelte langsam zum Feuer hinüber. Ihr schweres Kleid schleifte am Boden und schien ihre schmalen Schultern nach unten zu ziehen. »Und nun«, flüsterte ich in Sandros Ohr. Jetzt warten wir erst mal ab, was diese grausige, diese furchtbare, was ist denn die überhaupt?«, raunte Sandro. Ich zuckte mit den Schultern, weil die Alte wieder zurückkam und weil ich es nicht wusste. »Irgendwas Lurchiges«, flüsterte ich zurück. »So«, schrie die seltsame kleine Frau uns an,
Jetzt trinkt er erst einmal einen Tee und dann erzählt ihr mir ganz genau, was ihr hier wollt. Sie drückte jedem eine schmutzige Tasse mit etwas Tee in die Hand und hielt uns ein kleines Schälchen vor die Nase. Darin lagen zwei Kekse. Ich überlegte gerade, ob ich mir einen nehmen sollte, als ich sah, dass sich die Kekse bewegten. Ach du grüne Neune, lebendige Kekse? Musste man die vorher töten, bevor man reinbiss? Dann sah ich, dass es Maden waren. Die Kekse sind voller Maden, dachte ich panisch und sagte laut, oh, vielen Dank, ich esse nicht so gerne süße Sachen. Dabei versuchte ich, die Alte anzulächeln. Sie schnaubte kurz und unfreundlich durch ihre kurze, aber sehr breite Nase. Es spritzte ein bisschen und ein grüner Tropfen landete auf der Decke neben meiner Hand. Und plötzlich war da ein Loch in der Decke, dort, wo der Tropfen hingefallen war. Aber vielleicht war das Loch auch schon vorher da gewesen, die Decke hatte nämlich sehr viele Löcher und dieser Gedanke gefiel mir besser. Die Alte nahm sich selbst einen Keks und steckte ihn mit einer flinken Bewegung in den Mund. Entsetzt starrte ich sie an. Einige der sich schlängelnden Maden waren auf ihren grauen Lippen hängen geblieben. Die Alte fuhr sich mit einer dicken, fleischigen Zunge darüber und mit einem Schnapp waren alle Maden in ihrem Mund verschwunden. »Wer nicht will, der hat schon«, rief sie und setzte sich uns gegenüber auf den Stuhl. Um sie nicht noch mehr zu verärgern, trank ich einen kleinen Schluck Tee, obwohl ich mich furchtbar vor der mit Dreck verkrusteten Tasse ekelte. Aber der Tee war wirklich sehr köstlich. »Der Tee ist wirklich sehr köstlich«, brüllte ich und lächelte die Alte an. Ich wollte sie dabei aber nicht so genau anschauen, sie sah einfach zu gruselig aus. Außerdem musste ich an die Maden denken, die sie verschluckt hatte. Also guckte ich ein bisschen an ihr vorbei auf ein Bild, das hinter ihr an der Wand hing. Ein seltsames Foto. Sie selbst war darauf zu sehen und sah noch lurchiger aus als in Wirklichkeit. Vielleicht, weil sie den breiten Mund so komisch verzog, aber das sollte wohl ein Lächeln sein. Viel seltsamer aber war das Wesen, das neben ihr stand. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es war auf alle Fälle kein Mensch. Vielleicht wurde das Bild in einem Vergnügungspark aufgenommen. Da laufen ja immer Figuren aus Filmen und Comicheften herum. Ob die Alte gerne in Vergnügungsparks ging? Vielleicht war das Wesen auf dem Foto auch nur eine Statue, die die Alte gerne mochte, weil sie ihr ein bisschen ähnlich sah. Fast hätte ich gekichert und darum trank ich schnell noch einen Schluck Tee. Da stieß mir Sandro plötzlich seinen Ellenbogen in die Seite. Der heiße Tee schwappte über meine Hose. »Hey, sag mal, spinnst du?« fuhr ich Sandro an. Aber Sandro machte ein verschwörerisches Gesicht und deutete unauffällig auf die Schilder um seinen Hals. Auf dem oberen stand das Wort »nicht«. »Was habt ihr für Geheimnisse?« schrie die Alte uns an. »Wir haben keine Geheimnisse.« »Was sagst du?« »Wir haben keine Geheimnisse. Ich habe nur aus Versehen etwas Tee über die Hose meines Freundes gekippt,« brüllte Sandro. »Ach so, na, das trocknet wieder,« schrie sie zurück und leckte sich mit ihrer dicken Zunge noch einmal über die Lippen und dann über ihr Auge. Das war einfach unglaublich. Ihre Zunge musste mindestens 15 Zentimeter lang sein. Dann stand die Alte auf, um etwas aus dem Schrank zu holen. »Nicht vom Tee trinken«, raunte Sandro mir schnell zu. Damit hatte er natürlich völlig recht. Wenn die merkwürdige Alte mit dem Rattenmann unter einer Decke steckte, dann konnte es sein, dass der Tee etwas mit einem machte, genauso wie das Mittagessen. Und ich hatte schon zwei Schlucke von der Brühe getrunken. Als die Alte sich wieder umdrehte, hielt sie so ein komisches Ding in der Hand. Es war ein silberfarbenes Hörhorn, dessen dünne Seite sie sich ins Ohr steckte. Dann beugte sie sich zu uns. »So«, schrie sie, »so wird es besser gehen. Also, Kinder, was wollt ihr nun hier?« »Wir suchen die«, begann ich. Sandro unterbrach mich jedoch und deutete auf das breite Ende des Horns. »Du musst dort hineinsprechen«, sagte er, »das ist eine altmodische Hörhilfe.« »Was flüsterst du da schon wieder?« schrie die Alte ihn an. Sie wollte aber gar keine Antwort, denn ihr fiel etwas ganz anderes auf. »Du hast deinen Tee noch nicht getrunken, das ist sehr unhöflich.« »Entschuldigen Sie bitte«, brüllte Sandro in das breite Ende des silbernen Horns. Die Alte ließ es fallen und hielt sich heulend die Ohren zu. »Ui, ui, ui, warum schreist du denn so?«
herrschte sie Sandro an und leckte sich mit ihrer langen Zunge wieder über die Lippen. So, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.